was bisher geschah. Flugzeuge starten, Drogen landen. Wer steckt dahinter? Ein Bastard namens Remy Nels. Nels, Wasser runter! Habt ihr Deal angenommen? Es gehört alles dir und Stoddard. Er wollte sich ergeben. Lass mein Partner. Bevor die Spurensicherung kommt. Sind wir uns in der Beurteilung der Fakten nicht einig? Nein, ich verstehe. Danke für das Gespräch. Das war Richterin Naomi Kushner. Und was halten wir von Richterin Naomi Kushner? Liberale Ziege. Die Richterin will mir keinen Durchsuchungsbefehl für Nels Kollegen geben. Und sie hat ja recht. Im Krieg herrschen andere Regeln. Captain Darcy. Mendelssohn. Wir drei sind der Stammesrat. Und ich weiß, dass wir Probleme mit einem Mitglied unseres Stammes haben. Er wollte das Geld nicht. Das war ein Test. Na, wir mussten doch wissen, ob man dir trauen kann. Deine Partnerin hat von Anfang an gesagt, dass man das könnte. Gut. Okay, also Nels hat etwas über einen Deal mit Stoddard gesagt. Ja, das hat er. Dann müsst ihr für mich in Nels Büro gehen und etwas finden, womit ich zur Dienstaufsicht gehen kann. Ich weiß, dass ein Hurricane angekündigt ist, aber die Sache eilt. Geht klar. Das CSI war schon da. Was wollen wir hier? Wir haben ja nicht nach Beweisen gegen Stoddard gesucht. Wenn wir was finden, gehen wir direkt zu Dawes. Wenn die Dienstaufsicht Winter von Krieg, läuft alles aus dem Ruder. Du vertraust Dawes, oder? Wenn Stoddard auffliegt, sieht es nicht gut aus. Er hat Dreck am Stecken, das weißt du genauso gut wie ich. Ich passe hier auf. Du gehst rein. Finde was, womit wir ihn dran kriegen können. Gern. Hey, ich sehe mich draußen um. Vielleicht durchsuche ich den Müll. Gute Idee. Bleib in Kontakt. Meinst du, Stoddard hat Freunde im Department? Vermutlich. Korrupte Cops halten zusammen. Hoffentlich haben sie keine Beweise vernichtet. Wäre keine Überraschung. Stoddard ist ja kein Idiot.
Umgehängt, vor kurzem. Okay, den Code kann ich doch knacken. Bingo. Remy Nels Versicherung, Aufnahme 1. Freitagabend, 14. August. Ich treffe mich mit Stoddard. Jetzt sollten wir unsere Zusammenarbeit so definieren, dass wir beide was davon haben. Ich denke... Stoddard. Hab ich dich. Kai, ich hab was. Ich komm runter. Gut. Ich bin hier unten im Container. Was gefunden? Nels und Stoddard auf einem Tonband. Jetzt haben wir was für die Dienstaufsicht. Remy hat seine Kohle irgendwo gehortet. Stoddard sucht sie bestimmt auch. Sieh mal da. Was zum Teufel ist das? Scheiße, die ich nicht verstehen will. Im Internet steht, dass Domo Roboto in der Palm Court Mall der einzige Laden in L.A. ist, der diesen Mist verkauft. Da hätte er sein Geld nie versteckt. Nein, deshalb habe ich die Adresse des Lagers besorgt. Vorbeischauen können wir ja mal. Deiner Tipp? Geh nicht durch den Vordereingang. Wenn Stoddard ohne mich rauskommt, geh vom Schlimmsten aus. Mach ich sowieso. Die Zentrale meldet ein... Okay, alles klar. Bleib in Kontakt. Toller Zeitpunkt für einen Hurricane. Wir sind zwei Gebäude. Und fachen ohne Ende. Denk dran, Krieg herrscht an von denen. Die rechten Vorlesen brauchst du hier keine. Das ist eine Tortilla-Fabrik. Sieht sauber aus. Okay, check das andere Gebäude. Scheint gesperrt zu sein. Nimm das Dach. Aha,
Guter Plan. Polizei! Stehen bleiben! Was soll
okay, okay? Keine Bewegung! Verdächtiger ist überwältigt. Verstanden, 13. Wenn du Stoddard findest, lass ihn reden. Vielleicht hat er sich ja. Leute, euer Gras ist mir scheißegal. Das ist in 2 Jahren ohnehin legal. Ich will einfach nur wissen, wer von euch verschiebt Nels Kohle? Das Geld hat er uns versprochen, Arschloch. Ja, okay. Seit gestern bin ich euer neuer Boss. Kapiert ihr, was das heißt? Was sagst du denn, wenn du einen Fall löst und die Lorbeeren sackt plötzlich jemand anders ein? Dann würde ich das ausdiskutieren. Und das sollten wir auch tun. Erst mit ein paar Typen runter. Dann geh ihm nach. Du musst Stoddard nach unten folgen. Was ist denn da hinten los? Wir verhandeln. Dafür haben wir nicht gerade unseren besten Mann geschickt. Erwischt!
Gewächshaus. Lisa, Lisa, Lisa. Das sind aber nette Knospen. Und Susan, schau mal deine an. Wirklich blitzhübsch. Katie, wenn du dich noch ein bisschen... Hände hoch! Polizei! Du bist verhaftet! Okay. Thank you.
keine Bewegung! Du bist verhaftet! Okay, alles easy. Du hier? Witzig. Ja, sehr. Nimm die Waffe runter. Ich steck sie ins Halfter. Nimm die scheiß Waffe runter! Nick, lass uns darüber reden. Nick, ich folge den Pennern im Truck. Negativ, greif sie nicht an. Nick, finde raus, wo sie hinwollen. Was zur Hölle war das? Nichts. Hier ist alles okay. Doch, so kannst du mich nicht mehr festnehmen. Scheiße. Steckt in der Klemme. Wir müssen ihr helfen. Los jetzt. Da ist mein Wagen. Ist noch ziemlich weit bis zum Laden. Okay, dann mal los. Nerds hatte immer ein paar Leute in der Mord für Notfälle. Und die Typen, hinter denen Kai herwagt, sind natürlich auch da. Wir sind Partner. Ah ja, das war ich auch mal. Für mich hättest du das doch auch getan, oder nicht? Los jetzt! Polizei! Halt! Was soll das denn? Komisch.
zu machen. Polizei! Hey, was ist das? Was leuchtet denn hier? Du bist verhaftet! Okay. Okay, Mendoza, suchen wir deine Partnerin. Und dann buchte ich dich ein. Wie du meinst. Wie sieht's aus? Das sind ziemlich viele, du hattest recht. Eins muss man nachlassen. Da hat er bestimmt sein Geld. Kai! Kai, ich höre dich nur ganz leise. Das ist auf jeden Fall nicht gut. Teufel! Okay, ganz ruhig! Ja, ja, kein Problem. Bewegung! Ja, ja, kein Problem. Okay, jetzt reicht's. Ich nehme meine Überstunden. Halt! Polizei! Ja, ja, kein Problem. Thank you.
Explosion! Ich hab da was gesehen! Ja, ja, kein Sobald wir hier raus sind, bringen wir dich zur Dienstaufsicht. Unterschätzt euren Rechtsanwalt nicht mehr, Doktor.
Also, Nick. Sergeant Karl Storrad, du hast das Recht, zum ersten Mal in deinem Leben zu schweigen. Alles, was du sagst, kann und wird gegen dich verwendet Mendoza, werden. Mendoza, es reicht. Hier ist alles drauf, was du wissen musst, Captain. Lass mich raten. Wer begann den Drogenkrieg? Ist die eine Crew, die andere ausradieren, bis keine mehr übrig war? Bis auf seine, Sir. Ich habe Hinweise, dass Nels mit einem Detective aus Miami zusammenarbeitet. Ich wusste immer, dass du den entscheidenden Beweis findest. Ich wusste es. Danke. Hey Nick, ganz ehrlich, ich bin dir dankbar, dass du mir das Leben gerettet hast. Wirklich dankbar. Leck mich doch. Nick, lass es! Kai. Die Dienstaufsicht wird einen Haufen Geld in deiner Wohnung finden. Genau 33.000 Dollar. Exakt die Summe, die Nils zuletzt überwiesen hat. Tja, die Frage ist natürlich, was du mit dem Rest gemacht hast, Detective. Was zum Teufel soll das? Kai hat für dich gekämpft. Immer wieder. Warum hast du das Scheißgeld nicht einfach genommen? Ach, darum geht's hier? Wir haben's versucht. Ich war sicher, dass du bei uns deinen Platz finden würdest. Aber du hältst dich ja für einen von den Guten. Oder? Gute gibt's nicht, Junge. Nächstes Mal bei Hardline. Guten Abend, Detective. Du hast sicher ein paar Fragen.